Hallo und willkommen bei einer weiteren Episode Coding Monday. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Vitaly Mick und ich zeige dir hier in dieser Serie, wie man einen Online-Shop programmiert. Das Ganze ist für Anfänger konzipiert. In der letzten Episode, da habe ich eine Funktionalität hinzugefügt, dass wir weitere Produkte anlegen können. Und in der heutigen Episode dachte ich mir mal, wir werden mal diese Produkte auch mal bearbeiten. Ich habe dazu mal eine folgende To-Do-Liste für heute vorbereitet, die wir mal heute abarbeiten werden. Deshalb hol dir einen Kaffee oder einen Tee, entspann dich und viel Spaß bei dem Video. So, das sind die einzelnen Punkte, die ich dann heute ausführen werde. Also als erstes werden wir alle Produkte für Admins anzeigen. Aktuell ist es ja so, ich zeige nur ein paar Produkte an. Und zwar die, die nicht live, also freigeschaltet wurden, weil ich habe ja einige noch hinzugefügt, die als Draft markiert sind. Heute schalten wir mal die alle live, wenn ich Admin bin. Siehst du nachher. Dann will ich dann bei den Buttons einen Editier-Button hinzufügen und eine URL dazu anlegen. Und sobald wir dann auf diesen Editier-Button drücken, dann soll dann eine Webseite angezeigt werden, ein Editierungsformular, und da können wir dann unser Produkt bearbeiten. Fangen wir also mit dem ersten Punkt an, also alle Produkte für Admins anzeigen. Wir haben ja in unserem Functions-Ordner die Product.php. Und aktuell ist das ja so, es ist hier eingeschränkt mit Where Status ist gleich live. Das möchte ich aber allerdings gar nicht haben, wenn ich als Admin eingeloggt bin. Das heißt, wir müssen dieses SQL-Statement erweitern, sobald ich mich einlogge als Admin. Dazu basteln wir erstmal einen ganz normalen String daraus, also SQL ist gleich sowieso, und den Where-Bereich, den baue ich dann hinzu. Und somit habe ich dann quasi aus einem String mehrere Teile gemacht. Und das habe ich jetzt deshalb gemacht, weil ich jetzt diesen Bereich hier in eine if-Abfrage reinlegen kann. Ich kann also hier abfragen, if false ist gleich is admin, dann erweitere ich das SQL-Statement. Also wenn ich nicht Admin bin, dann zeige ich nur meine Produkte an, die als live markiert sind. Wenn ich die Seite aktualisiere, wird aber gar nichts angezeigt. Das liegt einfach nur daran, weil der String, der hier erweitert wurde, da ist kein Leerzeichen dazwischen. Also wenn du diesen Text hier zusammenbaust, dann sieht es so aus, als ob hinter Products direkt Where beginnt. Und dadurch hast du einen Syntaxfehler. Also brauchst du hier hinten ein kleines Leerzeichen, damit das Ganze auch funktioniert. Und so siehst du dann, ich bin jetzt nicht als Admin eingeloggt und ich sehe nur 5 Produkte. Wenn ich mich jetzt einlogge, sehe ich dann ganz viele Produkte und auch noch diesen Hinzufügen-Button. Also dieser Bereich hat schon mal funktioniert. Das heißt, ich kann hier schon mal ein Häkchen setzen. Jetzt werden hier auch alle Produkte angezeigt. Allerdings gefällt mir das Aussehen hier so nicht. Ich hätte gerne weiterhin, dass nur 3 Produkte pro Reihe sozusagen angezeigt werden und die anderen dann sollen dann untereinander umbrechen. Dafür muss ich in Templates in der Main.php hier diese Klasse hier call anpassen. Und zwar brauche ich hier einfach irgendwie, ich glaube, call-3 einzutragen und dann würde das Ganze schon das Problem beheben. Ich aktualisiere das Ganze mal. Genau, so sieht das aus. Jetzt werden halt alle Produkte untereinander angezeigt. Jetzt ist es ja so, die Produkte, die noch nicht freigeschaltet wurden, die würde ich gerne mal ein bisschen anders darstellen, zum Beispiel mit einem roten Rahmen oder so. Das heißt, ich brauche den Status des Produkts als CSS-Klasse in meinem Card. Ich habe ja hier die Card.php, da werden ja die ganzen Styles eingebunden. Und im Grunde möchte ich mal hier noch den Produktstatus hinzufügen. Wenn ich das ganz einfach eingetragen habe, kriege ich dann folgende Fehlermeldung. Der Status ist nicht definiert. Das liegt daran, weil in der Products.php, wo ich mir dann alle Produkte anlege, ich habe hier im SQL-Statement gar nicht den Status angegeben. Also das muss ich nochmal hinzufügen. Den Status selektieren wir mal hier überall. Noch zusätzlich zu unseren ganzen weiteren Feldern. Und dann müsste jetzt der Status schon drinstehen. So, wenn ich jetzt die F12-Taste drücke, dann sehe ich hier eine Klasse Card Live. Und weiter unten, diese unteren Produkte, die haben dann Card Draft. Und aus diesen CSS-Klassen kann ich jetzt einen anderen CSS-Selektor bauen und eben ein bisschen das Aussehen von diesem Element beeinflussen. Ich gehe also kurz mal in die Assets, in meine Style CSS und
Ich möchte gerne, dass ein Card mit dem Status Draft, dass er rot dargestellt wird, also dass er einen roten Rahmen hat. Das ist der CSS-Selektor und hier sage ich dann einfach Border 1px Solid. Ja, Red wird wahrscheinlich zu rot sein. Ich probiere das Ganze trotzdem mal aus. Ja, ich lasse es einfach so, dass es so rot ist. Die einzelnen Card-Elemente, die müsste ich aber noch ein bisschen anpassen, meiner Meinung nach. Und zwar finde ich, dass die hier zu nah aneinander kleben. Also ich brauche da noch einen Abstand nach unten. Also baue ich noch mal kurz, wenn ich eh hier schon bin, ein Margin Bottom 1EM hinzu. Genau, dann haben wir hier so einen kleinen Abstand und dann sieht es ein bisschen einheitlicher aus. Und auf jeden Fall sehen wir jetzt anhand des Rahmens, dass wir hier entweder ein Produkt haben, der gerade noch in Draft ist und einen, der schon freigeschaltet wurde. Das Ganze sehen wir aber nur, weil wir Administratoren sind. Als nächstes möchte ich diesen Editier-Button hinzufügen, wenn ich Admin bin. Das mache ich am besten so, dass ich eine Variable definiere, die heißt dann irgendwie hasAdminActions oder sowas. Und diese Variable, die kann ich dann im Template verwenden. Das heißt, die Variable, die muss ich mal vorher anlegen in meinen Actions. Und zwar in der Index.php, da laden wir ja alle unsere Produkte. Und hier habe ich ja bereits die Variable isAdmin, also kann ich die eigentlich schon weiterverwenden. Das heißt, ich gehe dann mal kurz mal in die Main.php hinein. Beziehungsweise in der Main.php werden dann die Card.php eingebunden, also gehe ich in die Card.php und werde dann hier in dem Footer weitere Buttons hinzufügen. Und zwar baue ich jetzt hier eine kleine if-Abfrage ein. Wenn ich Admin bin, dann zeige ich den Button product/edit und dann füge ich auch da den Slug hinzu. Schauen wir mal uns das Ganze mal an, wie das aussieht. So sieht das aus. Und wenn ich jetzt auf Bearbeiten drücke, dann steht hier einfach ungültige URL, weil jetzt der Router eine andere URL gefunden hat als die, die ich brauche. Aber wir haben jetzt den nächsten Punkt also hinzugefügt oder abgeschlossen, und zwar diesen hier. Als nächstes müssen wir mal die URL reparieren, also dass hier auch eine richtige URL angezeigt wird, die ich auch erwarte. Und aktuell wird diese Meldung ungültige URL angezeigt, weil wir hier in dieses If-Statement reingekommen sind. Und hier wurde dann geschaut, wie viele Elemente gibt es in der URL und es wurde festgestellt, dass hier mehr da sind, als gebraucht werden. Also die Anzahl der Elemente setzt sich ja zusammen aus den ganzen Wörtern, die zwischen den Slashes drinstehen. Genau, und deswegen kommt hier eine ungültige URL heraus. Was ich also in diesem Fall brauche, ist eine andere URL. Ich kopiere also am besten hier diesen Bereich, schreibe hier einfach mal product/edit und die wird dann auch eine PHP-Datei ausführen, und zwar actions-products.edit.php. Die Datei, die haben wir noch nicht. Die muss ich noch vorher noch anlegen. Das Gute ist, dass Produkt anlegen und Produkt editieren ziemlich ähnlich aufgebaut ist. Das heißt, eigentlich könnte ich diese Product New PHP kopieren, das mache ich auch, und die dann umbenennen in Product Edit PHP. Wenn ich auch die Seite aktualisiere, sieht man auch, als ob ich hier ein neues Produkt erstellen möchte. Ne? Du siehst ja hier, die Felder sind nicht befüllt und so weiter. Also auf jeden Fall sind wir hier in die PHP-Datei reingekommen. Das heißt, damit hier schon alles vorausgefüllt wird, müssen wir diese Variablen befüllen. Aber wir haben ja schon mal jetzt einen Punkt in unserer To-Do-Liste für heute auch erledigt. Hier editieren URL hinzufügen. Als nächstes brauchen wir mal ein Editieren-Template, weil das Problem ist jetzt hier steht ja neues Produkt erstellen. Also kopiere ich auch für diese Action auch noch meine Template-Datei newProductPHP und benenne die einfach mal um. Ich benenne diese Datei um in EditProductPHP. Und im Titel schreibe ich hier nicht neue Produkt erstellen. Ist auch sogar ein Tippfehler. Ich wollte eigentlich neues Produkt erstellen eintragen. Ich schreibe also hier als in den Header rein Produkt bearbeiten. Und natürlich muss ich die Edit Product PHP jetzt auch in meine Action einbinden. Ne? So, jetzt sehen wir dann das Template Produkt bearbeiten und wir haben aber noch nicht die ganzen Daten ausgefüllt. Aber immerhin editieren Template anlegen ist bereits erledigt. Als nächstes müssen wir mal diese ganzen Werte befüllen.
Das machen wir, indem wir erstmal die ganzen Daten laden. Und um die Daten zu laden, müssen wir erstmal dieses Produkt finden, was aus dem Slug hier oben angegeben wurde in der URL. Und wir haben hier bereits die Funktion Find Product by Slug. Also müssen wir als erstes mal ein Produkt laden, um daraus dann die Daten an diese Eingabefelder zu übertragen. Das Problem ist halt, wir brauchen hier als Parameter den Slug. Den müssen wir jetzt aus der URL auslesen. Das machen wir, indem wir die Variable root nehmen, also unsere URL, und die teilen wir nach Slashes auf. Und dadurch haben wir dann eine gewisse Anzahl an Root-Paths erstellt. Ich klammere kurz mal das Ganze aus und wir können mit einem var-dump uns die Anzahl der Root-Paths anzeigen lassen. Und zwar siehst du hier in dem var-dump, dass wir insgesamt vier Root-Elemente haben, also vier URL-Elemente. Also Produkt, Edit, Produkt 1 und der komische leere String, den ich immer noch nicht weiß, woher der eigentlich kommt. Und auf jeden Fall der Element Nummer 3 wäre unser Slug. Und wenn wir mehr als drei Elemente hätten, dann dürften wir diese URL gar nicht aufrufen. Das heißt, ich muss auch hier einmal kurz so eine Abfrage machen. Wenn die Anzahl der Root Paths nicht 4 ist, dann so breche ich hier an der Stelle in der Route ab und gebe hier eine Meldung ab an, wie etwa hier ungültige URL. Somit würde dann die Fehlermeldung immer angezeigt werden, wenn die URL halt eben nicht gültig ist. So, auf jeden Fall können wir jetzt ja den Slug aus dem Element Nummer 3 herauslesen. Also holen wir uns den mal. Slug ist gleich Root Paths Nummer 3. Und da wir den Slug haben, können wir auch den Produkt laden. Es kann aber sein, dass irgendjemand vielleicht sich vertippt hat in dem Namen und es kann also sein, dass der Produkt gar nicht erst existiert. Das heißt, wenn ich an der Stelle kein Produkt finde, also wenn Produkt null ist, dann steige ich hier auch wieder aus und gebe hier eine kleine Fehlermeldung aus. Und zwar Produkt nicht gefunden. Oder sogar folgende Meldung. Ich glaube, die ist besser. Konnte kein passendes Produkt zum Slug sowieso finden. Das heißt, ich kann das mal kurz ausprobieren. Ich schreibe mal hier Produkt-Test rein und dann sehe ich dann die Fehlermeldung. So, jetzt haben wir das Produkt gefunden und jetzt müssen wir nur aus dem Produkt halt die ganzen Daten auslesen und diesen Variablen hier zuweisen. Das können wir mal machen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also ich habe jetzt einfach die Daten aus dem gefundenen Produkt an die Variablen zugewiesen. Das heißt, wenn ich jetzt hier aktualisiere die Seite, genau, da sehe ich schon unsere Daten. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist, wenn ich auf Speichern drücke, dann müssen dann die Daten auch aktualisiert werden. Das können wir aber hier nicht einfach so machen. Wir dürfen hier nicht mehr die Create Product Methode benutzen, sondern wir müssen hier Edit Product Methode benutzen. Allerdings ist es beim Edit immer so, dass man immer angeben muss, was möchte man denn gerne editieren. Das heißt, ich muss auch noch die Produkt-ID hinzufügen als Parameter. Das mache ich am besten ganz am Anfang. Die Variable ID, die existiert aber noch nicht, die muss ich noch vorher anlegen. Und die ID, die kommt ja aus der Produktvariable und da haben wir schon das Feld ID selektiert. So, und wir müssen jetzt die Funktion Edit Product auch noch anlegen. Dazu gehe ich dann wieder mal in unseren Functions Ordner und in der Product PHP lege ich dann eben die Funktion an. Um das Produkt zu editieren, da kann ich eigentlich die komplette Create Product mit Funktion kopieren, einfügen und das Ganze in Edit umbenennen. Edit Product. Und weil ich ja schon immer diese Insert into Statements in dem ganz normalen MySQL-Schema geschrieben habe mit dem Set, reicht es hier einfach nur das Ganze zu editieren und sagen Update Products, Set sowieso und dann brauchen wir hier anschließend nur noch so eine kleine Where-Bedienung, also Where ID ist gleich ID. Und die ID, die habe ich ja gesagt, die wird ja als erstes Parameter übergeben, das ist ja ein Integer. Also schreibe ich hier nochmal kurz int ID rein. Und diese ID, die muss ich natürlich auch im Statement, im SQL-Statement übergeben. Allerdings möchte ich hier nicht die Last-ID überprüfen, sondern die Affected Rows, die bearbeitet wurden. Und das können wir machen, indem wir vom Statement, vom SQL-Statement die Funktion RowCount ausführen. Da kriegen wir ja die Anzahl der Spalten, die editiert wurden, sind mit diesem Update-Befehl. Und die müssen dann größer 0 sein. Ich benenne mal auch die Variable in RowCount um, damit das dann nicht zweideutig erscheint sozusagen, sondern dass es dann sofort klar ist, was da eigentlich gemeint ist.
Genau, und somit haben wir jetzt ganz einfach die alte Create-Product-Funktion in eine Edit-Product-Funktion umbenannt und ganz einfach angepasst. Und das war nur möglich, weil wir letztes Mal das SQL-Statement dementsprechend so geschrieben haben. Sonst hätten wir jetzt noch das SQL-Statement umschreiben müssen. Wenn wir jetzt die Edit-Product-Funktion aufgerufen haben, müsste ich mal die ganzen Meldungen bearbeiten, ne? Damit man auch unterscheiden kann, okay, da wurde ein Produkt bearbeitet. Das heißt, hier müsste ich die Fehlermeldung ein bisschen anpassen. Ich schreibe hier einfach, konnte nicht bearbeitet werden und Produkt wurde bearbeitet. Probieren wir das Ganze doch mal aus. Also ich habe hier zum Beispiel mein Testprodukt 1. Ich stelle das Ganze um auf zum Beispiel 1337 oder so und drücke hier auf Speichern. Und jetzt habe ich aber das Problem, dass hier steht, Slug ist bereits vorhanden. Und zwar kommt ja der Fehler, weil es wird ja beim Speichern überprüft, gibt es denn diesen Slug bereits? Und gi den gibt es in der Tat. Beim Editieren darf ich eigentlich diesen Slug nicht überprüfen, beziehungsweise ich darf ihn nur dann überprüfen, wenn er sich zum Original verändert hat. Das heißt, ich muss diesen Slug, diese Variable hier, einmal kurz zwischenspeichern als Original-Slug. Und in meiner Validierung hier unten, da muss ich abfragen, also wenn der Original-Slug sich von diesem Slug unterscheidet, dann kommt dann erst die Überprüfung. Also quasi hier in das If-Statement baue ich hier ein kleines Und ein und überprüfe, wenn wir einen Slug angegeben haben und dieser Slug nicht dem Original-Slug entspricht, dann wird überprüft, ob er nicht bereits existiert. Probieren wir das Ganze jetzt nochmal aus. Also der Preis hat sich nicht geändert, ich drücke nochmal auf Speichern und ich sehe immer noch die alte Fehlermeldung. Das heißt, es reicht noch nicht aus, hier das Ganze zu nutzen. Ich habe das Problem gefunden und zwar folgendes. Wenn ich auf Speichern drücke, dann führt die alte Form immer noch zu Product/New und somit legen wir ein neues Produkt an. Und das ist ja natürlich falsch. Wir müssen in unserem Template, also in unserem Editier-Template, natürlich auch die URL editieren, wohin denn unsere Anfrage geschickt wird. Und zwar hier steht ja Index Action Product slash New und das stimmt ja nicht. Es muss ja zu Product slash Edit slash und dann kommt dann der Slug rein. Das heißt, wir müssen zurück auf die URL gehen, wo man wirklich ein Produkt editiert. Und jetzt das Ganze nochmal ausprobieren mit einem neuen Preis hier zum Beispiel. Ich drücke hier dann auf Speichern und ich sehe hier, Produkt wurde bearbeitet. Aber ich wurde hier weitergeleitet auf Products New. Das ist natürlich auch falsch. Wir müssen also auch hier noch die Weiterleitung machen auf Product Edit und dann Slash Slug. Aber der Preis hat sich jetzt verändert. Ich kann hier dann nochmal den Preis editieren auf eine andere Zahl, was ich 42. Drücke auf Speichern, komme wieder auf Edit Product und alles sieht gut aus. Das heißt, die Daten werden geladen und es wird alles editiert. Ja, und für heute sind wir somit auch schon mal fertig und wir können jetzt ein Produkt editieren. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass dem Video doch ein Like. Vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und aktiviere auch noch die Glocke, damit du kein weiteres Video dieser Art verpasst. Ich wünsche dir noch ein frohes Starten für die kommende Woche und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei einer weiteren Episode Coding Monday. Bis dahin, tschüss!